Hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial von Nadine Kreativ. Heute möchte ich gerne zeigen, wie ihr mit den Produkten von Stampin' Up! Solch eine Karte selbst basteln könnt. Je nachdem, welchen Spruch ihr am Ende draufsetzt, könnt ihr sie eigentlich quasi für so gut wie jeden Anlass benutzen, sei es zum Geburtstag, um einfach mal Danke zu sagen, zur Hochzeit, wie ihr gerne mögt. Ihr braucht für diese Karte einerseits extra starken Farbkarton in Flüsterweiß als Kartenbasis. Ich habe als Grundfarbe benutzt Faungrün und dann am Ende mit dem Fingerschwämmchen noch den Farbkarton in Flüsterweiß so ein bisschen angetupft. Außerdem brauchen wir natürlich gleich noch den entsprechenden Farbkarton in Flüsterweiß zum Bestempeln. Ich habe mich hier entschieden für die Farben Faungrün, Olivgrün und Osterglocke, damit die Karte, die wir gleich machen, vielleicht sich ein bisschen von dieser hier unterscheidet. Werde ich einfach in der nächsten Karte mal Flamingorot statt der Osterglocke verwenden und bin gespannt, welche Karte mir und euch am Ende besser gefällt. Ja, legen wir erstmal einfach los. Und zwar mit dem Falz- und Schneidebrett. Schneide ich mir die Kartenbasis zurecht. Das ist ganz normale Standardmaße, 14,8 x 21 cm, also die komplette Breite des A4-Bogens, falze mir hier bei 10,5 cm. Falze das ein bisschen nach. Schneide mir dann zurecht den Farbkarton in Faungrün in 14,3 x 10. Sodass wir am Ende überall einen kleinen Rand lassen können. Des Weiteren, wie gesagt, brauchen wir den Farbkarton in Flüsterweiß in 13,8 x 9,5 cm. Erstmal beiseite und als nächstes nehme ich mir ein Fingerschwämmchen und das Stempelkissen in Faungrün. Tupfe mal ein bisschen in die Stempelfarbe und gehe dann hier so ein bisschen über den Rand. Das kann man vorsichtig anfangen und wenn man dann mutiger wird mit ein bisschen weniger Farbe dran, auch ein bisschen weiter hier in die Mitte reingehen. Je weiter ihr von oben streicht, desto weiter kommt ihr auch ins Karteninnere hinein. Und damit ihr mir dabei jetzt nicht die ganze Zeit zuschauen müsst, habe ich da einmal schon was vorbereitet. Sodass wir die Einzelteile schon einmal zusammenpacken können. Aufkleben mit dem Flüssigkleber. Einmal. Auf dem Farbkarton in Faungrün. Und das Gesamte dann auf die Kartenbasis. Dann nehme ich mir ein Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß zum Stempeln. Und zwar, wie gesagt, in Olivgrün und Faungrün habe ich die Blätter gemacht.
Und zwar mit dem Set für alle Zeit. Und das Gänseblümchen am Ende obendrauf mit dem Gänseblümchenglück. Hier wieder ein bisschen tupfen. Stempeln. Und schaut mal, was das für wunderschöne Blätter sind. Ja, macht wunderschöne 3D-Effekte. Ihr könnt da jetzt die Blätter verwenden, die ihr gerne möchtet. Und nehmen wir noch das Kleine. So, und zu guter Letzt noch das Gänseblümchen in Flamingo-Rot. So. Und auch hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Natürlich könnt ihr die ganzen Sachen jetzt ausstanzen mit den passenden Stanzformen zu diesem Set. Ja, die sehen dann so aus. Und wie gesagt, auch hier habe ich schon was vorbereitet. Und zwar habe ich aus der Goldfolie schon zwei Zweige ausgestanzt, ein paar Blätter in Olivgrün und Faungrün sowie mit diesen Kügelchen auch wiederum in Flamingo-Rot. So, ich brauche jetzt allerdings noch die Gänseblümchen. Und dazu nehme ich die Gänseblümchenstanze. Das ist jetzt hier die kleine übrigens. Ja, es gibt ja zwei verschiedene Größen davon. Den Rest packe ich einmal beiseite und benutze ich dann später. Ups. So, und dann nehme ich mir die Grundlage noch einmal und drapiere mir meine Sachen, wie ich sie gerne etwa hätte. Schauen wir mal so grob. Geht es dann in die Richtung? Ja, kleben wir immer nach und nach fest. Und zwar finde ich es hier ganz praktisch, diese Mini-Glue-Dots zu verwenden oder auch Mini-Klebepunkte genannt. Und zwar fixiere ich mir damit die Einzelteile nur in der Mitte. Ups. In der Mitte der Karte. Ups. Damit der Rest am Ende schön lose ist und ein bisschen herausragt aus der Karte. Dann, ja, ich orientiere mich jetzt natürlich ein bisschen an dieser Karte, weil ich hier von der Anordnung schon recht zufrieden bin. Hier ist der Fantasie jetzt natürlich keine Grenze gesetzt. Ihr könnt so viele Blätter nehmen, wie ihr wollt, in den Farben, wie ihr wollt. Wenn euch meine Farbkombi jetzt irgendwie zu wenig bunt ist, könnt ihr natürlich auch sehr gerne noch mehr Farben nehmen. Oder andere Farben.
So, dann muss ich noch langsam Zeit für diesen goldenen Zweig. Aber jetzt ist es hier drunter ein bisschen nackt. Dann kommt das hier noch mal einmal drunter. Vorsichtig. So, dann bin ich eigentlich auch schon langsam recht zufrieden. Mal schauen, wie das aussieht, wenn ich das Gänseblümchen oben drauf packe. Machen wir das vielleicht einmal zuerst. Auch das hier geht immer ganz gut mit den Mini-Klebepunkten. Das wiederum am Ende mit Dimensional. Jetzt muss ich hier suchen. Einen Moment, hier oben. Der gibt dem Ganzen vielleicht auch gleich noch ein bisschen Halt. Ups. Wer hat und möchte, kann jetzt noch mit einem facettierten Glitzerstein in Gold dekorieren. Ich glaube, hier passt der große ganz gut. Und am Ende noch ein passender Spruch. Ich finde halt Geburtstag und Dankeschön und sowas geht immer gut. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist es jetzt Geburtstagsblumen für dich. Ich habe das Etikett benutzt aus dem Set. Etiketten mit Stil. Ja, da habt ihr verschiedene Etikettenformen mit drin. Ich habe mich für dieses hier entschieden. Und der Spruch in diesem Fall stammt aus den Tulpengrüßen, Geburtstagsblumen für dich. Auch hier packe ich mir einmal am Ende, am Anfang und einmal hier an der Stelle, was ich gerne noch ein bisschen fixieren möchte, einen Mini-Klebepunkt. Noch ein bisschen nach oben rutschen. Und dann kann der Spruch hier fixiert sein. So, das ist eigentlich schon das Ergebnis. Einmal in Osterglocke und einmal in Flamingorot. Und auch hier gilt wieder, dass ihr alle verwendeten Produkte gerne bei mir bestellen könnt. Und wenn ihr gespannt seid auf weitere Projekte von mir, dann schaut auch gerne auf meine Webseite www.nadinekreativ.de oder bei Instagram unter nadinekreativ und seid ansonsten gerne gespannt auf mein nächstes Video und ich sage an dieser Stelle bis bald und alles Gute. Tschüss!